doch ganz genau, die Welt, sie dreht sich. MC Zocker ist am Start, also beweg dich täglich. Wer bringt die Redstone-Tutorials am Start? Infos über Updates, so wie du es magst. Und du weißt doch ganz genau, die Welt, sie dreht sich. Yo, hallo meine Freunde und willkommen zu einem Video von Norm MC Zocker. Und heute gibt's mal ein paar One vs. Ones gegen die lieben Naya. Hallo. Moin. Wir werden heute nämlich mal ein paar Spielmodis gegeneinander spielen, ein bisschen Bad Wars, MLG Wash, Kit PvP und dann mal gucken, wer der bessere Spieler ist. Und ich würde sagen, dann sehen wir es gleich in dem ersten Modi. Bis gleich. Oh Gott. Ich auch nicht, ich bin noch gar nicht eigentlich für MLG Wash. Ich weiß nicht, MLG Wash ist irgendwann ist die Luft raus gewesen. Das ist einfach nur noch reducen. So am Anfang. Oh nein, oder? Wo man noch nicht richtig reducen konnte. Oh, das war schön, by the way. Da war es noch super interessant, aber jetzt. Schöner Blocksafe. So. Aber ich finde MLG Rush wieder witzig, wenn man auf Clutches huntet. Ja, ja. Ich bin gar nicht gut in Clutches, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr gut in Clutches seid. Ich bin auf jeden Fall gar nicht erfahren drin. Ich bin auf jeden Fall auch nicht ein Gott drin, aber mit ein bisschen Übung. Gott, wo bin ich denn da hingeflogen? Ab nach Uganda einmal. So. Und auch generell momentan, oder? Ihr könnt mal reinschreiben, was ihr momentan so in der Minecraft-Szene, GG, so für YouTuber schaut. Ich bin auf jeden Fall momentan da ein bisschen eingeschränkt, weil es gibt momentan echt nicht mehr viele, die ja wirklich den Minecraft-Content liefern. Es gibt wenig PvP-YouTuber, also so in die andere Richtung gibt es ja noch ein paar. Dann gibt es halt die Leute, die Clips machen, aber es gibt keine Commentary-PvP-YouTuber mehr. Da ist echt schwierig geworden mittlerweile. Es gibt einige Streamer, aber es ist halt Streaming. Ja, es ist halt Streaming-Content, ne? Wichtig, er macht wieder ein paar Videos, aber auf diese Clip-Compilations mit Autoclicker kann ich auch verzichten, to be honest. Oh Gott. Ja. Es darf kein zu Null werden, das ist ja ganz peinlich heute. Das wäre ein schönes 360-Ding gewesen. Okay, fuck, Hilfe. Wenn man auf den Clutch huntet, aber der Hit nicht kommt, man sich so denkt, verdammt, und da ist das kein zu Null, oh, F auf jeden Fall. Schade eigentlich. Nein, 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 oh, okay. Na gut, Leute. Das war MLG Rush. War auf jeden Fall auch schon die 10. Aufnahme, Leute, weil ich die ersten 9 gewonnen habe nicht. Nächster Modus. Okay, Leute, dann auf jeden Fall mal. Ich weiß, dass CPS super wichtig sind. Ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Eigentlich könnte ich hier zu meiner Kane wechseln, weil die ist ja kaputt ein bisschen, aber ich krieg auf der so gut CPS Butterfly jetzt. Aber auf der kann ich nicht so gut aim, aber. Nein, ich hab verkackt. Weiß nicht, ob ich W tappen sollte. Ja, ich glaube schon. Können wir reinschreiben, Leute, auf welchem Server ihr momentan so spielt und was ihr da so für Modis preferiert. Oh ich Gott. Dieses Denglisch. Ich weiß nicht, ich spiele gerade momentan richtig viel auf Gym, auf Stream so. Finde ich eigentlich relativ entspannt, diese One-on-Ones. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es läuft ja schön. Es läuft gar nicht. Ich finde es aber schön, wie dein HD-Skin mich anlächelt so. Ja. Mit einem schönen Mund so. Das finde ich auch sehr schön. Weil wir haben ja dann den noch komplett abzieht. Du hast schon 5 Punkte. Wollen wir bis 10 machen? Ja, das ging sehr schnell. Wir können bis 10. Weil Sumo, ich weiß nicht, hast du mal gegen X-Pieps Sumo gespielt? Gegen Pieps? Ich glaub das gegen den nicht, ist ne? Das ganz schlimm. Oh Gott. Also, wie hab ich den Hit hinbekommen? Gegen Pieps ist in Sumo so stark, da ist dann ein richtiger Gott drinne. Der kriegt gar keinen Knockback und den kriegst du gar nicht getötet. Also, der zieht dich da einfach so absolut ab. Ich habe auch eine der ersten Runden Sumo hier, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Sumo, Leute, schreibt mal gerne ein paar Tipps in die Kommentare. Hab noch gar keinen Plan, wie das wirklich funktioniert. Das ist ganz komisch. Knockback, wie du wissen, ne? Ja. Was ja aber eigentlich auch nur mit CPS geht und so. Oder ein bisschen mit Movement. Ich bin da auch absolut kein Gott. Aber du verkackst, du kommst halt die ganze Zeit in die Kombos rein. Oh Gott, ja. Das ist ganz schlimm. Und jetzt 10. Wollen wir noch das 11. machen? Ja, können wir machen. Ein Ehrenpunkt. Oh Gott, meine Maus ist verrutscht. Ah, okay. GG. Ah. Jo. Jo, ein Punkt. Ich habe einen Punkt gemacht, Leute. Clip.
Ich wollte auch das Denglisch ansprechen kurz. Das kann ich hier noch gerade machen. Ich finde, es hat sich so ein bisschen auch so entwickelt, dass es tatsächlich, ich glaube, so von in der YouTube-Szene benutzt das so gut wie jeder tatsächlich, momentan, glaube ich. Nein, es ist ja eingedeutscht. Also diese Sprache verändert sich ja. Es ist ja jetzt ein bisschen in unserer Sprache drinne. Aber ich finde es halt kacke. Also wenn man es übertreibt, ist es halt nervig. Also es ist ja drinne, aber ein bisschen ist ja okay, aber... Finde ich true. Wenn man so einen Lisa-Move macht und jedes zweite Wort, was Englisch ist, ist dann... Oh ja, das ist auch schlimm. Das ist wie diese Leute, die so ein Auslandsjahr in Amerika hatten und dann so machen, als würden sie kein Deutsch mehr können. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, das hier wird nichts mehr in Sumo. Wir sehen uns gleich im nächsten Modus. Oh Gott. Hallo, Knockback, hallo. Ich könnte das Video auch einfach nennen, Cone zerstört Kane, aber... Ich weiß nicht. Guckt auf jeden Fall mal bei Knife vorbei, Leute. Da kamen in letzter Zeit viele coole YouTuber-Battles. Ah, oh, Halleluja. Der erste richtige Punkt. Da kam der Punkt. Alles andere wird rausgeschnitten, nur das wird reingeschnitten. Das ist das Wichtigste. Ja, guckt da mal bei Knife vorbei. Da kamen in letzter Zeit viele coole Battles gegen Kenji, Peeps und so weiter, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im nächsten Modus. Jetzt, aber wirklich. Wir werden jetzt auf jeden Fall, Leute, eine Runde Kid PvP gegen Knife machen, wegen mir UHC. Dann will ich danach aber eine Runde gegen ihn mal auf Kombos gehen. Ohne den ganzen Angelgedöns, weil ich bin gar nicht... Oh Gott, meine Infiltrierung. Ach du Scheiße. Das ist ganz schlimm. Bin gar nicht in diesem Angelgespam drin. Ich kann keine Wardgrids und so. Das ist... Ja, okay. Ich find's schön, dass meine eine Lava einfach weg war. Hilfe? Ah, ja. Bin doch immer glücklich, Leute. Ah, ich weine gleich. Ah, ja. Okay, danke für die Lava. Immer wieder gern. Kurz vor gehabt, auf Orbitshop zu gehen. Okay. Cool, von einem Dachen droppt dann nicht vernichtet. Mein Ziel ist auf jeden Fall, einfach nicht georbitshopt zu werden. Bin aber auch kein Gott mit dem Kit, besonders auf Anti-AC. Oh, mein Inf ist wieder ganz am Arsch, ach du Scheiße. Ich sortiere dieses Inf in der Lobby immer und dann ansortiert es sich einfach immer wieder. Ohne Wasser geht ey, ja, das war ganz, ganz, ganz komisch. Komm, okay. Aber hier siehst du dich, oder was? Hier denkst du dir, jawohl. Nein, tatsächlich gar nicht. Ist das einfach nur so ein Trigger? Jo, nein, das habe ich nicht gemeint, tatsächlich. Das habe ich ganz so gar nicht gemeint. Ich hab ein anderes gemeint, oder? Alter, was ist das war ja? Schade, es war so schön gerade. Es war gerade Chuckesell. Ich würde sagen, wenn ich jetzt gegen dich keinen einzigen Modi mehr gewinnen soll... Ja. Kurse gehen raus an 0,9 CPS. Wenn ich jetzt kein einziges Game mehr gegen dich gewinnen sollte, kein Bad Wars und kein Kid PvP Match mehr, kaufe ich mir gleich das Naya Cape. Das ist wichtig und richtig. Halleluja. Okay, Leute, wir sind jetzt im richtigen Kit. Na, ich sehe mich irgendwie trotzdem nicht. Ah, hier. Ah, hier bin ich nicht der Gott mit sowas. Ich sehe den roten Namen, dann habe ich Angst, Leute. Komm, eine schöne Combo. Das ist das, genau das, was ich schlecht kann. Machen wir mit aus Combos raus, gehen oder nicht? Ja, lass ohne, sonst wird das ja nicht so schön. Ja, genau. Ich brauche ja auch ein paar Clips, ne? Vielleicht nenne ich das Video auch einfach Fail-Compilation. So, Kassier-Compilation. Aber ich bin echt nicht gut in sowas. Also, mit Rod oder mit Lava, ich brauche Secondaries eigentlich. Ich brauche so Lava, Feuerzeug, Webs. Ja, und dann bin ich raus. So. Oh, ja. Ich darf nicht rausgehen, das tut weh. So ja, ganz doll weh. Du kommst aber auch nicht mehr raus, so wenn er das gut macht, dann ist es richtig unangenehm. Kriegst du so verdammt. Normal würde ich jetzt halt irgendwie. So drückt man halt direkt S nach einem Hit oder so und dann ist die Sache gelaufen. Dann war's das, dann hat sich das gegessen. Komm. Dann ist die Kombo vorbei. Dann geht's nicht weiter. Oh, Halleluja. Auf jeden Fall jetzt auch Leute neuen PC und deswegen sind da die. Oh, es tut so weh. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Lecker. Die schmecken die Kombos. Die sind super. Gar nicht geschmeckt. Die freuen man sich aber richtig. Neuen PC, Leute. Und da ist OBS noch nicht wirklich eingestellt und. ich war kurz ein Sandwich essen. Und da muss ich sagen, bin ich momentan noch alles ein bisschen am Einstellen so und da wird auf jeden Fall bald und sich noch einiges ändern, wie schon erwähnt. Und ja. Ich finde das schön. OBS, ich habe einmal meine Einstellungen gemacht und die werden jetzt nie wieder verändert. Also doch, letztens habe ich meine OBS-Settings verändert, weil ich was deutlich Besseres kennengelernt habe. Aber es werden die fast nie wieder verändert.
Obwohl ich überlege, ob ich mal mit 120 FPS aufnehme. Aber dann wird meine Bitrate halt so unglaublich hoch. Glaube ich relativ interessant, weil das schon smoother ist. Halleluja, ist das ja kein Naja, was ist YouTuber? Oh Gott. Geh mal weg von dieser Wand. Das wäre ein ganz schönes 5-0, würde ich sagen. Nur irgendwie in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, bei Pieps, das hat richtig wehgetan für ihn, dass es 5-0 wurde. War das ein 5-0? Ja, ja. Aber es hat auch bei ihm auch so, es hat schlecht angefangen. Normalerweise ist es auch besser als ich bei manchen Sachen. Aber es hat schlecht angefangen und dann war der Wurm drin und dann ist er auch nicht mehr rausgekommen. Dann war es so wie eine schwarze Wolke über ihn. Dann perfekt. Ging es halt nicht mehr. Oh, Hilfe. Ja gut, aber dann wäre es gar nicht so peinlich für mich. Dann könnte ich sagen, Pieps, der hat auch ein 5-0. Und Ryan Cole, aber Ryan Cole ist halt nicht so der PvP-Atze. Oh Gott, den habe ich früher mal auf seinen Gommel-Videos geguckt mit seinem. Hat er nicht auch immer so eine Lucky-Block-Schiene gehabt? Ich weiß es gar nicht. Oh Gott, ja, okay. Ja, okay, naja. Ja, ja. Ja, ja, ist gut. Ich würd ja gerne die längere Combo machen, aber es geht jetzt leider nicht irgendwann. Irgendwann verkacke ich es. Ich bin da nicht so der Profi drin. Erstmal Kombos üben, damit man die Leute 5 Stunden lang in Kombos halten kann. Sagen Leute, das Bad Wars, da sehe ich meine Chance tatsächlich nicht so hoch. Ich würde sagen, da laufe ich gleich mit dem anderen Cape rum. Escape ist geil, aber es ist halt so gar nichts über dem Skin. Ja, ja. Das ist ganz schlimm. Vielleicht kommt bald irgendwas anderes noch. Ja, ich will auch. Ich spitze momentan auch mies auf eine BAC-Partnerschaft, aber da brauchst du halt. Bei den 15k Abos da sehe ich. Die haben YouTube ja übel erhöht, das ist. Naja. Ich weiß gleich. Da sehe ich mich mit meinen 10,8k gerade noch nicht so. Muss ich sagen. Schön, jetzt weg von der Wand. Weg da. Das ist richtig. Wollen wir mal den Wassereimer verhaften und gucken, wie es dann ausgeht? Milcheimer. Okay, Leute. Wenn ich jetzt gewinne. Die letzten Hits. Komm bitte. Willst du mit der Hand spielen? Wollen wir mit der Hand? Nee. Weil, wenn ich mit dem Schwert, das kann ich vielleicht 2 Lucky Hits bekommen, aber. Das war's. Oh mein, Halleluja. So, Leute. Ich sage, es kauft Naya mein nicht existentes Cape. Nein. Ich glaube, ich hole mir das Cape, wenn ich Bad Wars verlieren sollte. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich in dem schönen Bad Wars. Bis gleich. Bitte werd nicht gekickt, bitte werd nicht gekickt, bitte werd nicht gekickt. Bitte werd nicht. Ich werde nicht starten. Bitte werd nicht gekickt. Da sprayt er das L-Spray. Ich sehe es kommen. Okay, Leute. Oh nein, nicht Platzangst. Okay, Leute. Doch, Platz. Hier siehst du dich, oder? Ja, da ich deine vorherigen Naja, was ich YouTube-Videos gesehen habe, wollt ihr ohne Gold spielen? Ja, können, na, mal gucken, wenn es da gibt, da gibt es, wenn nicht, dann nicht. Die Frage ist, wollen wir mit Pick'n'Switch und sowas spielen? Das ist das Wichtigste. Ja, ich glaube, es wäre unfair, wenn ich das entscheiden würde, weil ich es nicht kann. Ja, dann. Ich versuch's mal wegzulassen, weil sonst wird's richtig ekelhaft. Oh Gott, mein Crip ist weg. Über das PvP ist okay. Spielen, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schreibt euch einfach mal rein, oder ob ihr euch mehr Videos mit Naya wünscht. Und generell. Ob ich generell noch Videos wünscht, ja. Videos wünschen sich immer Videos. Ganz viele, ganz tolle. Wäre sonst auch ein bisschen schade tatsächlich. Für dich mal mit Naya, ich wünsche mir generell keine Videos mehr. Okay. Ist natürlich jetzt blöd. So, bam, 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 bam. Bei mir ist aber gerade momentan auch zeittechnisch schwierig mit Videos, weil Uni jetzt, was machst du eigentlich da oben? Klausurenphase bald anfängt, also sobald die Klausuren kommen. Ich hab halt nix, Digga. Und dann ist es immer ein bisschen Prioritäten und so. Also, was auch immer du da oben versuchst. Ja. Ich weiß es nicht. Mit 20 CPS Abuse, Long Abuse wird das wohl gerade nichts. Ja, aber mein Grip ist gerade auch nicht so perfekt. Ja, du hast wenigstens Grip. Ja, so, aber nicht so gut. Ja, ich weiß nicht. Na, willst du Stomp? Hat Naya schon mal ein Anti-Stomp-Tutorial gemacht? Ich bin nicht gut in Anti-Stomp. Warte, ich muss kurz nachgucken. Gar nicht gut. Hau dir Anti-Stomp. Ja, wenn du mich jetzt bekommst, war's das halt so. Ich werde dich jetzt nicht stompen. Ich glaube, das ist nicht schlau. Komm. Ich hab keine Blöcke mehr, das ist die Sache. Halleluja! Oh. Ade. Das hatte ich so angefühlt, dass jetzt in der letzten Sekunde einfach noch ein Speed auf 100 ja, ich bekommen. Ja, ich hab kurz mich nach vorne tippet. Achso. Ich bin ja gerade dabei, ein bisschen zu coden. Hä? Wo kamst du her? Was? Wie kotzt schon da oben sein? Ah, sehr gerne.
Das ist das Problem, wenn du einen Monster am Anfang baust, dass dieser Leben nicht reinstampfen kann. Ja, gut, Leute, das war's von der Runde Bedwars. Ich würde sagen, Leute, es gibt jetzt noch eine Abschlussrunde. Bis gleich. Hier siehst du dich, oder was? Ich spiele jetzt eine Runde Ragemod gegen. Naja, es wird auf jeden Fall ein Win. Sonst wieder normal. Ja, also ich bin hier kein Gott, das ist die Sache. Nee, ich auch nicht. Ich habe das so lange nicht gezockt. Aber ich find's mega witzig. Früher habe ich das relativ aktiv gespielt. Das mit der Aufnahme kam random, sehr random zustande, Leute. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht die Zeit, mich noch wirklich einzuspielen. Ich komme gerade vom Friseur. Seht ihr an meiner tollen Frisur heute? Oh, ey. Oh, nee, Digga. Komm. Aber ich spiele jetzt wieder richtig das Sneak-Game. Ja, das mache ich nochmal. Deswegen finde ich das gar nicht das gut. Ist wichtig und richtig, natürlich. Gut, wir gehen raus und wichtiger. Das ist gar nicht geil. Oh, nee, Digga. Okay. Oh, wie konnte das Ding nicht landen? Mir geht's gar nicht gut. Ich habe ganz tolle Schmerzen bei diesem Modus. Obwohl ich ihn mir gewünscht habe, das ist gar nicht gut. Oh Gott, Digga, geh mal weg. Du wirst aus deiner Ecke halt nicht rauskommen, das heißt, ich kann jetzt nicht warten. Wir gehen mal ein bisschen. Nee, Digga. Ich will dieses Game nicht spielen. Geh weg. Kusch. Ich dachte, du wusstest nicht, dass ich da bin. Ich weine. Oh, es war echt. Ich habe einfach nur hingeschossen die ganze Zeit. Ich habe da einfach nur predicted. Oh, wichtig und falsch an der Stelle. Oh Gott, das ist gar nicht gut. Digga, es ist ein Mann. Digga, lass das. Nein, 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 nein. Ja, also ich meine, du kriegst dann die ganze Zeit Damage. Irgendwann muss man doch mal was anderes machen. Ja, ich bin überlegen, was ich machen soll bei diesem Sneak Game. Ich habe gutes Bow Aim, aber nicht bei der, nicht wenn ich durch ein Taxi schießen muss. Ach komm. Ich habe so lange überlegt, Leute, für dieses Video, was für ein Modus, in welchem Modus ich Naya besiegen könnte. Und dann habe ich die ganze Zeit in Rage Mode gedacht, aber ich habe da glaube ich ein bisschen mit den falschen Karten gerechnet. Das ist gar nicht gut. Sieht auch nicht so rosig aus. Hä? Also, der Hit, den habe ich nicht verstanden. Das war, also ich habe gerade auch mehr Glück als Verstand teilweise bei den Hits. Guck. Ich lauf rein, ich lauf in den Kackbau rein. Ich weine, das ist so schlimm. So. Willst du mir schon mal zufällig deinen BRC-Code sagen? Ja, BRC-Code, naja, natürlich. Ich liebe aber das Nickname. Ich super. Ich könnte mich jetzt auch in eine Ecke stellen, aber es wäre halt extrem kacke für die Aufnahme. Wie? Ich muss einen Punkt gegen Nai holen, Leute, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Hallo, guten Morgen. Ich nehme seit 40 Minuten auf, hab keinen einzigen Kill. Nee. Was kann ich gewinnen? Fortnite 1 vs 1 Baubattle vielleicht? Oh nee, Fortnite. Dem Moment. Ah! Oh ey! Dem Moment, wo es mit dem Bauen angefangen hat, war Fortnite für mich vorbei. Ja, fühle ich. Digga, ich bin gerade vom Stuhl gefallen, weil ich so gezuckt habe. Alter, Digga, wo kamst du her? Warum standst du da? Digga, ich hab dich gar nicht gerochen. Ich habe 2 Kills geholt, Leute, hintereinander. Oh nein. Das ist gar nicht gut. Hier war so kein. Oh Gott. Ja. Ich weiß nicht, ob du auf der Seite bist oder auf der anderen. Naja, schieß ruhig weiter auf die Seite. Passt schon. Oh. Ich
finde schön, der Kompass. Der Kompass ist wichtig und richtig. Oh na. Ja, es gibt einen Kompass? Ja. Ich werde schwanger, der hat eine Rüstung. Digga, ich zieh durch. Ich geh Milch holen, ciao. Ich mach richtig dieses Kompass-Game auch. Och, Digga, ich weine. Das war ein schöner Volltreffer, ey. Ich weiß nicht, wo du bist, Mann. Ich merke nur die Pfeile in meinem Kopf und das ist gar nicht schön. Ich sehe dein Nametag, das ist sehr gut. Oh, ich hab ganz tolle Schmerzen, Digga. Ich hab ganz... Achso, Digga. Ich liebe diese Rüstung, es ist so geil. Leute, stell dich mal vor, ihr seid irgendwie im Krieg oder so. So eine Alltagssituation. Und dann ist einfach so ein Gegner, der hat einfach eine miese Eisenrüstung an. Ihr schießt den 50 Mal mit der Pumpgun ins Gesicht. Der Typ stirbt nicht. Und dann kommt der an und macht einfach ein 360, ihr seid tot. So ist das gerade ungefähr. Okay, weg. Weg da. Wie hast du eigentlich das Twitch von deinem Namen bekommen? BRC-Partner. Ah, ja gut, stimmt, ne? Lass uns mal gerne ein Abo da, Leute. Dann sind wir auch bald BRC-Partner. Oh Gott, ich hab ganz enorme Schmerzen. Willst du mal runter davon und hoch rauskommen? Das Tracker-Game wird hier gespielt. Ich glaube, du bist genau unter mir. So, auf jeden Fall ein XXL-Video, Leute. Oh Gott. Das ist so gruselig. Ich hab. Ja. Das hätte aber schneller gehen können. Okay, GG, Leute. Da habe ich das Tracker-Game aber richtig gespielt. Oh. Ich würde sagen, das ist hier vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo und so da. Und schaut bei Naya vorbei. Danke für das 1 vs 1. Immer wieder gerne. Sieger der Herzen. Ja, du bist der Sieger. Ich sag immer mal, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Ja, schön wär's. Okay, Leute, haut rein. Ciao. Ja, Leute, Endresultat. Ihr seht selbst. Naya Cape. Es ist wunderschön. Das ist eigentlich müsste man das Ganze jetzt wiederholen und jetzt gewinnst du. Das war aber natürlich, ich spiele gerade mal 5. Das war natürlich alles nur Spaß. Und dann kommt so ein Clip, wo ich dann voll rein. Ja, scheiß drauf.